So, Päuschen ist rum. Quarz haben wir gekriegt, schön. Aber ich wollte anderen Schrott haben. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Gut, dann Versorgungsgüter, das ist auf der anderen Seite. Ich würde gerne gucken, ob ich hier neue Komponenten fürs Lichtschwert holen kann. Eventuell auch endlich mal einen anderen Farbkristall. Wo fahre ich denn gerade? Dort. Das ist Kampfausbildung. Genau, hier könnten wir ja auch mal zu dem Jedi-Gypsy gehen. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Alter! 1000 Damage! Wir können jederzeit zusammen üben. 438. Über 1000 Damage. Why not? Nee, hier gibt's keine Lichtschwertartikel. Die gibt's im nächsten Ding dann. Die gibt dann im nächsten Abschnitt. Und zwar in dem da. Nee, ein zweiter. Scheiße. 34. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. 22 Beherrschung, 17 Ausdauer, 19 Beherrschung, 20 Ausdauer. Das da. 22 Beherrschung, 17 Ausdauer. Nee, wir gucken erstmal hier. Angriffskraft 10, Angriffskraft 7, Angriffskraft 13, 16 Beherrschung, 11 Ausdauer. 16, 11, 13. Das da. Angriffskraft 7, 14 Ausdauer. Ich habe einen Weg gefunden, Ausdauer. Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. 11 Angriff, 10 Ausdauer, 19 kritischer Trefferwert, nehmen wir das. Hat mich sehr gefreut. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. So. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Gehen wir unser Schwertchen noch aufrüsten. Kristalle, keine Ahnung, wo man die kriegt. Austauschen. Austauschen, austauschen. Das macht jetzt weitaus mehr. Alles klar. Gut. Ich hätte gern einen anderen Farbkristall. Watamichispa? Was? Wamitopi. Wo finde ich denn die Farbkristalle? Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Seht euch ruhig um. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Hat mich sehr gefreut. Wo kriege ich Farbkristalle her? Etwa am Handelsmarkt? Huch, was ist das denn? Flashpoint Taral 5. Keine Ahnung, was das für eine Mission ist. Können wir uns dann gleich mal angucken. Das war Aussehen.
Das ist... Aha. Das ist fürs Raumschiff. Nee, das sind Gleiter. Das ist Person bezogen. Willkommen auf unserem Markt, potenzieller Kunde. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hätte gern echt einen Farbkristall neuen, weil der gelbe gefällt mir nicht, bin ich ganz ehrlich. Der gelbe gefällt mir nicht. Der Droide soll verschwinden. Scan der Gesichtsmerkmale und Vergleich mit Identifikationsdateien. Bitte warten. Identität bestätigt. Öffne einen Holokanal zum republikanischen Flottenadmiral Jedi-Meister O'Tech. Bitte warten. Kanal bereit. Hallo, mein Name ist O'Tech. Ich diene dem Jedi-Orden und führe die erste Expeditionsflotte der Republik an. Ich benötige eure Hilfe. Wenn ein Jedi-Meister und Flottenadmiral meine Hilfe braucht, kann die Lage nicht gut sein. Gut und schlecht sind relative Begriffe. Sagen wir nur, die Lage ist interessant. Ich habe erfahren, dass das Imperium ein geheimes Gefängnis im Mahlstromnebel unterhält. Das ist eine gefährliche Gegend, in der es sich nur unter hohem Risiko navigieren lässt. Dort wird ein Jedi gefangen gehalten, der wichtige Informationen besitzt. Ich brauche eure Hilfe, um durch den Mahlstromnebel zu navigieren und ihn zu befreien. Die Einzelheiten könnt ihr mir persönlich erklären. Nennt mir eure Koordinaten, ich komme zu euch. Ich bin auf dem Kommandoschiff der ersten Expeditionsflotte, dem Schlachtschiff Telos. Ich übermittle euch die Koordinaten. Behaltet sie bitte für euch. O'Tech, Ende. Aufgaben, Stufe 34... Sicher, dass das für Stufe 34 ist und nicht höher? Oh, gut, du bist da. Ich habe genau 4 Minuten Zeit, dir das zu erklären. Dann muss ich wieder weiter. Ja, dann hast du Pech. Ich bin gerade auf der Flottenstation. Weil ich nicht ewig auf dem Planeten rumpel. Können wir sonst auch später machen. Ja, ich weiß, dass das irreführend ist. Das konnte ich auch nicht besser erklären auf der Karte. Ja, ich weiß aber, was wir machen müssen. Knopf drücken, der nächste wird hochgeboostet. Genau. Und das ist halt auf der Map rechts unten. Das ist so ein Nebenquest-Eingang. Ja, ich war schon dort. Auf der großen. Ach, du hast es doch gefunden, okay. Ja, sonst hätte ich dir jetzt nicht sagen können, dass man einen Knopf drücken muss zum Hochboosten. Es gibt sicherlich genug Erklärvideos, Text im Internet. Als ob ich mir jetzt ein Video angucke. Bildschirm hinterher. Nein, aber du musst es ja auch. Ich streame, da mache ich nicht jedes Mal so einen Scheiß. Sitten, Schmuggler, Soldat. Was bin ich? Jedi Hüter. Hier, Die Chopper Chawa. Da ist der Hangar. Dann versuchen jetzt noch mal dahin zu kommen, aber ich glaube nicht, dass ich das rechtzeitig schaffe. Nö, ich habe das Spiel auch nicht geschossen. Ich komme hier auf 7 dann und ich glaube, das nimmst du eh noch. Um 7, ja. Da kann ich erstmal diese Jedi-Gefangene-Quest machen.
gerade für eine Quest? Ja, das ist eine Hauptquest auf der republikanischen Flotte. Ich hoffe mal, dass sie für mein Level da ist. Willkommen zurück. Der Telos, ich hoffe, die Effizienz und der Komfort Ihres Schiffs entsprechen ganz Ihren Vorstellungen. Einer Shadar, republikanische Flotte. Oh, wow, ich kann wieder rausgehen. Manchen Quest ist das erfahren. Okay. Steht nur dein eigenes Level dort in der Quest. Da habe ich das wahrscheinlich mit diesem Raumschiff schon verwechselt. Da steht das ja immer dabei. Die Gefangene da. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen. Oh. Cool. Oh, das war mal nice. Stufe 36 Nahkampf, TP, bla bla, das ist der Typ, der das Level hat. Willkommen. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr den ganzen weiten Weg hierher gekommen seid. Vergebt mir, dass ich euch nicht die Hand schüttle. Meine Gastfreundschaft übersteigt meine Größe. Bevor wir anfangen, werde ich euch bitten, demgegenüber unvoreingenommen zu sein, was ihr nun hören werdet. Die Quelle meiner Informationen ist etwas unkonventionell. Ein Jedi ist darauf vorbereitet, Hilfe von jeder Quelle zu beziehen. So viel Weisheit in so jungen Jahren. Meisterin Satils Vertrauen ist wohl begründet. Als Jedi seid ihr bereits im Einklang mit der Macht. Aber ihr müsst eure Verbindung vertiefen, um zu sehen wie ich. Konzentriert euch mit mir. Konzentriert euren Geist. Fühlt die Macht, die uns umgibt. Hört ihr Echo. Alter, warum bete ich jetzt? Ja, die Macht ist mit uns.
Sie ist hier. Ein Jedi ohne feste Gestalt. Ihr Körper ist schon lange tot. Aber ihre Weisheit, ihre Essenz lebt weiter. Ja. Mein Meister ist gestorben, aber seine Stimme spricht immer noch zu mir. Ein Jedi, der den Tod überdauert, ist schon ungewöhnlich. Aber zwei, das sind wirklich seltsame, düstere Zeiten. Die Dunkelheit wird alles verschlingen, was sie berührt. Sterne werden verglühen. Asche wird auf leblose Welten regnen. Alles endet. Der Gefangene hält die Dunkelheit fern. Seit 300 Jahren in ihr verloren. Seine Kraft wird versagen. Dann wird er selbst zur Dunkelheit. Ich verspreche, dass der Gefangene befreit wird, egal was es kostet. Das Band wird schwächer, meine Freundin. Ich nehme die Dinge ab jetzt in die Hand. Sie hat mir viele Dinge erzählt. Hat die Existenz eines imperialen Gefängnisses im sich ständig verändernden Mahlstromnebel offenbart. Und einen Weg, dorthin zu gelangen. Der einzige Weg, durch den Mahlstrom zu steuern, ist, einen Greek-Computer zu benutzen, der in einer imperialen Festung verborgen ist. Wir brauchen diesen Computer, um den gefangenen Jedi zu befreien. Ich bin ein Jedi. Dafür sind wir da. Die Festung, die wir überfallen, befindet sich auf dem Planeten Taral 5. Feindgebiet, beschützt von imperialen Kriegsschiffen. Zu viele, um gegen sie zu kämpfen. Aber wir haben eine imperiale Fähre gekapert, die an den Wachposten vorbeigelangen kann. Sie wartet im Hangar auf euch. Ihr könnt mir den Rest unterwegs erzählen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Unsere Flotte wird sich am Rand des Systems verstecken, damit ich eure Mission überwachen und euch leiten kann. Wenn etwas schief geht, sind wir sofort zur Stelle. Geht jetzt zur Fähre und möge die Macht mit euch sein. Ja. Ich würde sagen, mach mal. Wo muss ich jetzt hin? Hier hin. Hangarweg. Deckoffizier Besel. Laboram Amga. Mamni Nikal. Nagnaya Mamni Kamgam. Story Kakyam. Klack Nimo Amya Kalak. Ich glaube, Veteranenmodus ist dann ein bisschen schwieriger. Mahlstromgefängnis. Na dann. Mal gucken, wie stark die Gegner sind. Sicherheitssteuerzentrale. Schaltet die internen Schutzvorkehrungen aus. Das Computersystem wird den Aufenthaltsort des gefangenen Jedi anzeigen. Meine Flotte wird angreifen und euch unterstützen. Viel Glück. Level 36. Ja, das geht ja eigentlich noch.
Level 36 geht ja noch. Was ist das denn? Der tritt einfach dagegen. War's schon. So schnell stirbt niemand. Oh, jetzt kommt noch ein Zit dazu. Komm schon! Nice! Ja! Das Schiff ist auch schon down! Was für ein Schlappschwanz!
taufrisch. Warte mal, zum Zerstören ist hier nichts mehr. Haltet euch, erledige ich so. Tja, euch habe ich so erledigt. Da ist wieder was zum Zerstören. Zerstören? Ne. Alter, einfach dagegen. Ist ja alles voll stabil hier. Oh, das ist was zum Healen? Cool. Ich wusste, warum ich die 7 noch nicht gedrückt habe. Ja, die Hälfte haben wir schon nochmal. Ey, ist schon wieder, dass es einfach so kaputt geht. Da bounzt der mich aber zurück. Ja.
Ja, der hält gut was aus. Der hat gut was ausgehalten. Holy crap. Der Vernarrte ist euch gefolgt. Hass. Meister Otek in Flammen. Gnade ist die Verteidigung der Jedi. Okay. Meine Güte. Schwerer. Ich warte.
muss noch 20 Truppen besiegen. Ah, da muss ich auch ein bisschen was zerstören. Schön. Lass uns das mit denen hier schrotten. Ne? Gefängnisarchiv. Da werden wir doch tatsächlich hier hingehen. Keine Sorge. Ach, das ist ein Scheiße. Ich wollte eben nicht, dass der Große mich hier gleich sieht. Der ganz große. Wir zum Zerstören. So. Okay, da war nichts mehr. Gut, 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 gut. So, hier war noch so ein Vetter. Ist mit mir. Ei, ei, ei. Um euch kümmere ich mich gleich.
Ja. Zielerfassung läuft. Optimale Angriffsplan. Scheiße. Dann soll ich gegen den kämpfen. Ich bin viel mehr als das. Alter, was ist denn falsch mit dir? Ja, der Kampf dauert noch ein Weilchen. Plan wird errechnet. Mich wieder neu. Nee. Wie immer. Das glaube ich ja mal eher weniger. Verteidigung, Schildwert. Ja, wir nehmen die da. Kira, 21 Beherrschung, nein, kriegst du nicht. 44 Beherrschung, 75 Ausdauer. 33 Beherrschung, okay, die sind bei weitem besser. Präzision, Angriff. Hier, kriegst die Schuhe. Beeindruckend. Die meisten meiner Feinde neigen dazu, schnell zu sterben. Ja, ich bin vor euch eingetroffen. Habe im Nebel abgewartet. Otek hat seine Truppen zu weit verstreut. Es wird ihn das Leben kosten. Und das eure. Darth Malgus wird äußerst zufrieden sein. Sollte der Name eures Meisters mir etwas sagen? Was habt ihr Leute nur für ein schlechtes Gedächtnis? Darth Malgus ist der größte Held des Imperiums. Er hat den Angriff auf den Jedi-Tempel auf Coruscant befehligt und die Anführer dort getötet. Spaziert nur weiter durch unser Gefängnis. Nachdem ich eure Flotte vernichtet habe, werde ich euch finden. Ja, viel Spaß. Hier Otek. Wir haben uns in die Komfrequenz des Feindes gehackt. Killrun hat uns zwischen seiner Flotte und den Automatikkanonen des Gefängnisses festgesetzt. Der gefangene Jedi muss befreit werden, selbst wenn das den Verlust der Flotte bedeutet. Solange wir zwischen euch und Killrun stehen, seid ihr geschützt. Wenn ihr hier bleibt, werdet ihr sterben. Fallt zurück. Killrun kann diese Rettungsmission nicht verhindern.
Ich ordne einen taktischen Rückzug an. Wir locken die feindlichen Kriegsschiffe fort, versteuern ihre Truppen. Ich werde den Kommkanal offen lassen. Viel Glück. Na dann. Sif-Asyl. Sorge. Was ist das hier immer noch mit Zerstören? Nee. Doch. Oh, Teil 2, dann habe ich die 100 schon weggeballert. Okay. Alle Schiffe zurückziehen. Wiederhole, alle Schiffe sofort zurückziehen. Over. So, besiege die entfesselten Bestien. Ach du Heimatland, das hört sich ja jetzt schon wundervoll an. Ach man. Was uns dahinter erwartet, erfahren wir nach einer kurzen Pause meinerseits und bis gleich.